Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute, Freunde, geht's back to the roots. Original Barbecue USA. Ja, eigentlich schon, oder? Guckt mal, wir machen Drumsticks, Freunde. Wunderschöne Drumsticks. Und diesmal nicht irgendwelche, sondern wir machen O-Card Drumsticks. Hm? Kann man mal machen. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, was brauchen wir für unsere geilen Drumsticks? Natürlich Drumsticks, Freunde. Also hier in dem Fall wunderschöne Hähnchen-Unterschenkel. Ist ungefähr ein Kilo. Kann man nie genug von haben, ne? Und wir brauchen natürlich O-Card, weil es sind ja O-Card Drumsticks. Also in dem Fall hier Bacardi O-Card. Schleichwerbung unbezahlt. Ihr könnt natürlich rumnehmen, was ihr wollt. Aber der hat eine wunderschöne Vanillenote drin. Ne? Das passt in der Kombination astrein, würde ich sagen. Wir brauchen ein bisschen Cola. Wir brauchen ein bisschen Ahornsirup. Wir brauchen Ketchup. Wir brauchen den Saft einer halben Limette, ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Und ein bisschen Butter. Und dann Gewürzen, Freunde, von der Spice Bar Magic Chicken. Und für Saskia, wie immer, Piment d'Espalette. Freunde, mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro bei der Spice Bar. Ne? Die anderen Gutscheincodes für Klamotten und Fleisch, wie immer, unten in der Box. Genauso wie das genaue Rezept der ganzen Geschichte. Und heute brauchen wir noch ein bisschen Hardware. Ich habe mir jetzt mal von Broil King die Wing Racks besorgt. Hier zwei wunderschöne neue. Verlinke ich euch mal unten. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr auch vom schwedischen Möbelhaus eures Vertrauens diese Teller halt nehmen und dazwischen ballern. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Aber die Dinger kauft man einmal und halten ein Leben eigentlich. Ne? Dann brauchen wir noch einen Topf und zack, einen Schluck Bier, Freunde. Prost auf euch. Ja, das war's eigentlich. Los geht's. Wir starten mit der Soße, Freunde. Ich habe den Fehler schon ein paar Mal begangen, dass ich damit zu spät angefangen habe und dann braucht die doch ein bisschen länger zum Einkochen. Also lieber vorher anfangen. Ne? Topf ist auf dem Seitenbrenner. Eine ordentliche Flocke Butter dazu. Ja, macht da, wie ihr wollt. Ne? Butter schadet nie. Dazu kommt schon unsere Cola. Einfach mit dazu. Und ordentlich Hitze runtergeben. Das soll alles aufkochen, Freunde. Ja, jetzt der Ahornsirup. Ich würde sagen, so ja, 3 gute Esslöffel. Macht da aber auch nach Geschmack. Ne? Der eine mag süßer, der andere nicht ganz so. Hm? Jetzt der Ketchup. Naja, da auch so 4 bis 5. Ah, komm raus. 4 bis 5 Esslöffel. 1, 2, 3, 4. Ah ja, 5, ne? Das ist gut an diesen Squeeze-Flaschen, kann man super dosieren. Kurz mal einrühren. Und jetzt kommt auch schon der O-Card dazu, also das Wichtigste eigentlich. Wir müssen aber kurz probieren. Ob man den auch trinken kann, ne? Aber der ist gut. Der mit dazu. Zack. Jetzt noch ein halber Teelöffel, ungefähr, ne? Piment d'Espalette, damit wir ein bisschen spicy mit drin haben. Und final der Saft einer halben Limette, ne? Bitte ohne Kerne. Also einfach schön mit reinpressen, noch ein bisschen Säure, dann ist da alles drin. Säure, Süße, Schärfe, perfekt. Umrühren und aufkochen. Ja, nochmal kurz probieren, ob das auch schon was wird. Wie gesagt, das jetzt bei mittlerer Hitze ordentlich auf- und runter kochen lassen. Wir wollen ja eine schöne, naja, sämige Konsistenz wird es jetzt nicht, aber wir wollen ja irgendwas haben, was dann später auch an den Drumsticks hält. Ne? Ist gut. Ist gut. Kochen lassen. Weiter geht's mit den Sticks. Ah, zack, die Soße kocht vor sich hin. Wir kümmern uns um die Keulchen. Also unsere Drumsticks eigentlich. Nehmt euch mal so einen Kameraden hier. Den könnt ihr jetzt so lassen, wie er ist eigentlich. Oder ihr schneidet den nur ein. Oder ihr macht es so wie ich und macht euch kleine Lollipops. Denn die sind besonders saftig, würde ich sagen. Also, nehmen, schön mit der Haut zurückziehen. Einmal ringsrum einschneiden, bitte. Achtet drauf, dass ihr die Sehnen alle durch habt. Guckt da so ein bisschen, aber das sieht schon ganz gut aus. Da ist noch eine dicke. Zack. Und wenn das so getrennt ist, dass ihr das so runterziehen könnt, dann nehmt ihr euch das Oberteil und knackt das quasi hier oben ab. Einmal rüberziehen. Ja. Und so ist der dann schon blank. So wollen wir die Dinger haben. Ja. Ja. So, ne? Und so machen wir jetzt alle. Zack, Zeitsprung, Freunde. 10 Minuten später sollte das so aussehen. Die könnt ihr jetzt sicherlich noch ordentlicher machen, aber man kann es auch übertreiben. Ne? Was wir jetzt machen, ist würzen. Dafür nehme ich meine Schenkelchen und ziehe die Haut alles mal nach hinten. Zack, und schmeiß sie da rein. Ich möchte nämlich, dass das Fleisch mehr gewürzt wird als die Haut, weil um die Haut kommt nachher quasi ja eh die Soße rum. Deswegen braucht da gar nicht so viel Würze mit dran sein. Also alle mal kurz nach hinten ziehen.
Und jetzt ordentlich Magic Chicken daran, ne? Braucht da wirklich nicht sparen, Freunde. Da geht erstmal richtig was drüber. Schön alle Seiten einmagicken quasi. Ja, und wenn das alles schön, na, da noch ein bisschen nach Hellboy aussieht, Freunde, dann einfach die Haut zurückziehen. Ja, schön so und aufhängen. Wir gucken mal, wie wir das hier mit dem Platz machen. Ich mag das lieber, wenn die ein bisschen freier hängen. Aber wir schauen mal, was da drauf passt. Ja, und ihr seht, die passen hier alle rauf. Generell passen auf das Ding hier 12 Unterschenkelchen rauf. Wenn man die Mitte noch mitnutzt, glaube ich sogar 16. Das wäre jetzt blöd gewesen, den zweiten auch noch einzusauen. Ne? Also das passt auf jeden Fall. Jetzt sind wir auch schon durch mit den Vorbereitungen. Unser Süßchen, ja, hat schon eine schöne Konsistenz. Und das kommt jetzt auf den Grill. Ja, der Boil King ist vorgeheizt. Wir wollen ungefähr, naja, irgendwo zwischen 180 und 200 Grad ankommen. Indirekt, das heißt, es läuft nur der rechte und der linke Brenner. In der Mitte ist aus. Und in die Mitte kommen jetzt auch, zack, unsere Flügelchen rein. Ja. Fühlt euch wohl, Freunde. Deckel zu. Und ich würde sagen, 20 Minuten, dann gucken wir mal. Na, zack, Zeitsprung, Freunde, guck mal. 20 Minuten später, unsere Soße ist wunderschön eingekocht. So sieht die jetzt aus und so möchten wir die auch haben. Jetzt gucken wir gleich mal nach unseren Stickies. Oh ja, das sieht schon alles sehr, sehr, sehr geil aus. Jetzt nur noch Verbindung Drumsticks und Soße. So, jetzt könnt ihr euch einen Pinsel schnappen und die Dinger alle einzeln dann pinseln. Das ist mir aber immer viel zu aufregend. Deswegen ziehe ich sie durch. Nehmt euch so einen Sticky, zack. Einmal hier schön durch die Soße durchgezogen. Müsst ihr euch ein bisschen beeilen, weil die sind doch relativ heiß. Mein Trick, Freunde, drei Paar Handschuhe und wieder aufhängen. Und so machen wir jetzt alle. So sieht das aus. Himmlisch, oder? Himmlisch. Und der Geruch ist fantastisch. Das jetzt vorsichtig nochmal eindrehen. Zack, Deckel nochmal zu. Ja, nochmal eine Viertelstunde und dann wird gegessen. Achso, und die Soße, so eingekocht, wie sie jetzt ist, probiert natürlich auch nochmal für euch. Ja. Oh. Das muss ja auch schmecken, alles. Geil. Mmh. Oh, süß, scharf. Oh. Amerika, Freunde, Amerika. So, ich freue mich aufs Essen. Ah, zack, Freunde, wir sind fertig. Zur Feier des Moments halten wir noch mal einen eingegossen, ne? Prost. Ja, und jetzt können wir aufmachen. Oh, guckt euch das an. Der Geruch ist fantastisch. Super saftig, super schlotzig. Die Dinger holen wir jetzt runter, ich mache einen Teller fertig und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Oh, bam! So sieht das auf dem Teller aus. Ist das geil, ja? Nachos passt immer zu Drumsticks, Freunde, da kann man nichts anderes machen. Und hier, ne? Sour Cream. Wer es bis jetzt immer noch verpasst haben sollte, die beste Sour Cream der Welt, verlinke ich euch hier oben, ne? Aber ich kann quatschen, so viel ich will, ich muss ja noch probieren. Das muss man ja auch essen können. Also schnappt ihr euch so einen kleinen Kammer. Oh, ist das geil. Ist das geil. Ich liebe diese Dinger. Ich liebe sie einfach. So, und Rindbeißen, ne? Ich hoffe, ich verbrenne mich nicht komplett jetzt. Hört ihr? Super saftig. Oh, schöne Süße. Schärfe ist drin. Cola ist drin. Aukart ist auch geil. Kann man so machen, Freunde. Ohne Probleme. Ja, ja. Ich muss weiter essen. Ein Traum. Ja, Freunde, wirklich. Super lecker, super easy und schnell gemacht. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, Glocke auf alle, ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.